Riesenstimmung und die gab es auch vor einiger Zeit in Berlin, das Spektakel, das erste Matchrace seit langem, aufgerufen durch einen Leserbrief von Guido Schmidt. Sie sind sofort drauf eingegangen. Erzählen Sie doch noch einmal, wie war das ganze Geschehen und wie haben Sie die Stimmung in Berlin erlebt? Ja, das war klasse. Der Guido hatte mich aufgefordert am Freitag vor einer Woche in der Sportwelt. Unser Geplänkel, das war schon eine Zeit lang hin und her am Schießen lassen zwischen Gengum und Ach was und Guido und mir, jetzt noch mal richtig so zu bedienen und Tacheles zu reden. Und natürlich habe ich das angenommen sofort. Ach was hat es auch sofort angenommen und Sascha Wilmer, klar. Und ja, dann waren wir in Berlin vor einer Woche am letzten Sonntag in Hoppegarten und das war eine unglaubliche Stimmung. Ich bin seit über 30 Jahren begeisterter Gast auf Pferderennbahn, aber sowas habe ich noch nicht erlebt und es waren wirklich nur zwei Pferde, die gegeneinander liefen. Aber der Renntag stand im Blick und im Mittelpunkt war dieses Rennen und das war fantastisch. Die Stimmung war toll, das war eine Riesenparty, die Leute waren begeistert. Wir sind im Vorfeld, im Nachgang angesprochen worden von Hunderten von Leuten aus dem Rennsport, aber auch völlig andere, völlig Neulinge, die sagten, was ist ja eine komische Idee, eigentlich klassische Idee, aber toll. Und was daraus gemacht wurde, war irre. Herr Sundermann, aber genau da wollen wir hin. Innovation, ja. Neue Ideen, neue Leute für den Rennsport begeistert. Dann auch. Ist das ein Modell, was Zukunft hat? Also jede Woche diese Art von Pferdekarneval zu veranstalten, wahrscheinlich wird sie das totlaufen. Das glaube ich nicht, dass es funktioniert. Aber generell Pferderennen vielleicht etwas pfiffiger, etwas anders zu vermarkten, ja. Wie bei jedem Produkt, egal im Markt, das ich an den Konkurrenzprodukten stellen muss, kommt es immer auf die Verpackung auch an. Und hier war der Inhalt ja klassisch. Es waren zwei Pferde gegeneinander. So ist Pferderennen ja mal vor 150 Jahren institutionalisiert worden oder 180 Jahren. Mir geht es um etwas ganz anderes. Ich finde, jeder, der den Mut hat, etwas anders zu machen, uns ins Gespräch zu bringen, sich anders darzustellen, den müssen wir unterstützen. Wir können uns nicht nur auf diese festgefahrenen Wege einzurren. Und deshalb war das Matchrace auch so wichtig. Ob es nun so funktioniert in Zukunft, weiß ich noch nicht. Aber ich habe gestern schon mit zwei Trainern gesprochen und im Prinzip sagen sie, es ist nicht einfach. Aber eigentlich könnte man vielleicht so etwas Ähnliches andenken und zu einer nationalen Serie machen, dann bin ich sofort dabei. Weil es einfacher ist für die Leute zu verstehen. Hier reden wir über GAG. Ich meine, wer von da unten weiß, was 60 Kilo, 58, 56 Kilo heißt. Dort ist es 1:1 und es ist die ursprüngliche Form des Rennens. Aber es wird bestimmt nicht das Einzige bleiben. Wir müssen uns noch viel, viel mehr überlegen, um die Rennen attraktiver zu machen. Der Franzi von Auersberg hat ja vorgeschlagen, wie wäre das, ein Pferd immer gegen so lange laufen zu lassen, bis nachher der Schnellste oder derjenige übrig bleibt. Mhm. Wäre das ein Modell oder würden Sie sagen, man muss da noch dran schrauben? Muss man dran schrauben. Generell freue ich mich über den positiven Zuspruch von Franz, klar. Wir haben viele Vorschläge bekommen. Seien Sie sicher, dass wir schon einiges in der Hinterhand haben. Das war ein Testballon, der schön bunt und schillernd und super geflogen ist. Wir haben einige Sachen schon weiter gedacht und weiter in der Planung, wie man das machen könnte. Vielleicht kann man es grundsätzlich sagen, Vergleich mit dem Fußball. Wir haben auf der einen Seite die Bundesliga als Format seit 1963 sehr erfolgreich und das viel ältere Format ist der DFB-Pokal. Und wenn man die Idee mal überträgt auf klassisches Pferderennen in den typischen Ausschreibeformen und eine Art DFB-Pokal machen als Matchrace, einer kommt weiter gegen einen nächsten oder wie ein Setsystem im Tennis, glaube ich, dass das funktionieren kann. Und das wird auch funktionieren. Sundermann, ich bin total begeistert und total auf Ihrer Seite, weil genau da müssen wir, glaube ich, hin zu neuen Ideen, zu neuen Entwicklungen und vielleicht auch zu neuen Reglements im Rennsport. Wir sind gespannt. Dankeschön. Alles klar, gerne. Ciao. Ciao.